Grüezi, liebe Zuschauer. Sie sehen mich heute, ich bin Dr. Manfred Döpp, mit nackten Füßen. Ja, warum denn das? Weil ich mir eine Therapie zuführe mit einem Gerät, das heißt Cellalux. Dieses ist ein wunderbares Buch über dieses Thema. Cellalux. Ist die Zelle gesund, ist der Mensch gesund? Die Zellbiologie wurde ja schon gefunden vor etwa 130 Jahren. Damals wusste man aber noch nichts über die Vorgänge in den Zellen, sondern man dachte, dass das alles nur molekulare Umwandlungsvorgänge sind, die dort stattfinden. Dann lernte man, dass in den Zellen die biochemische Energie produziert wird, das sogenannte ATP, Adenosintriphosphat. Das heißt, alles, was im Körper an Chemie stattfindet, lebt von dieser Energie, Adenosintriphosphat. Und wenn wir Nahrung zu uns nehmen, also Eiweiße, Kohlenhydrate, Fette, werden die in den Körperzellen, in den Mitochondrien, im Zitronensäurezyklus und in der Atmungskette umgewandelt in ATP-Energie. Natürlich lebt der Mensch nicht nur vom Brot allein, sondern er braucht darüber hinaus auch Licht und Liebe. Und die Licht und Liebe werden umgewandelt in die sogenannte Qi-Energie. Qi-Energie, die offiziell immer noch nicht anerkannt ist, obwohl die Akupunktur ja inzwischen vielfach bewiesen hat, dass sie wirkt. Die feinstoffliche, die nichtstoffliche Energie, die man mit üblichen Messgeräten auch nicht nachweisen kann. Die Qi-Energie fließt in den Meridianen und bewegt sich auch über die Chakren von Chakra 1, Beckenboden, bis Chakra 7, Scheitel. Scheitel gleich Zirbeldrüse. Und der Mensch braucht beides. Er braucht ATP, die chemische Energie. Er braucht Qi oder Ot oder Prana, die feinstoffliche oder nichtstoffliche Energie. Und diese beiden Energien können wir jetzt stärken und steigern und produzieren lassen mit Hilfe von Licht. Aber dieses Cellalux-Gerät enthält nicht nur eine Lichtfrequenz, in dem Fall leuchtet gerade die blaue, sondern es gibt auch andere Farben im Lichtspektrum, die das Gerät produzieren kann. Hauptsache, die Farben stammen aus dem Zitronensäurezyklus. Hier sehen wir jetzt Rot. Das Spezielle an dem Gerät ist, dass das Licht von einem Carbonleiter produziert wird, der von Mineralhüllen umgeben ist. Und diese Mineralhüllen übergeben der Lichtenergie ihre speziellen Heilwirkungen. Da haben wir zum Beispiel die Magnesiumenergie, Muskelentspannung, Knochenaufbau, Enzymaktivierung. Dann haben wir die Calcium-Energie, auch Knochen, Haare, aller Hautanhangsgebilde. Und dann haben wir das Eisen, das kennen wir natürlich alle, das rote Blutbild, rote Blutkörperchen, Hämoglobin, Sauerstofftransport. Unumgänglich notwendig, denn der Mensch ist ja auf Sauerstoff angewiesen. Dann das Natrium hat zwar ein etwas schlechtes Image in Form des Kochsalzes, ist aber dennoch unbedingt notwendig,
denn wir verlieren pro Tag einige Gramm Natrium über die Nieren und müssen dieses Natrium uns zuführen in möglichst natürlicher Form, das heißt als Meersalz oder als Steinsalz. Wer vollkommen auf dieses Salz verzichtet, der macht es seinen Nieren sehr schwer. Natürlich zu viel Salz ist auch nicht optimal, dann hat der Körper Probleme, es wieder loszuwerden und der Blutdruck steigt bekanntlich. Dann Silizium, Silikate, Kristalle für das Bindegewebe, für alle Strukturen im Körper. Notwendig auch besonders für Knorpel, Sehnen und Bänder, die wir ja täglich in guter Form benötigen. Viele Leute leiden da an Schwächen, die Nägel zum Beispiel. Aber Silizium ist darüber hinaus ein gewaltiger Informationsträger. Es speichert Energien und gibt sie wieder ab in modifizierter Form. Dann das Kupfer, da brauchen wir zwar nicht so viel davon, aber wir brauchen es für das Blutbild, für viele Enzyme. Enzyme brauchen überwiegend Selen, Zink und Kupfer, damit sie arbeiten können. Und Zink ist ebenfalls hier enthalten in materieller Form um die Lichtleiter herum, aber dann wird es in Form von Licht immateriell auf den Körper übertragen. Dann haben wir sogar noch zwei Halbedelsteine, den Amethyst und den Turmalin. Die haben vor allen Dingen eine psychische Wirkung, aber auch einige organische Wirkungen. Der Einklang von Körper, Seele und Geist wird durch diese Edelsteine gefördert. Also eine wunderbare Zusammensetzung aller Informationen, die man mit Licht übertragen kann und die hier, ohne dass wir es jetzt speziell sehen, mit enthalten sind. Es stellt sich dann die Frage, warum gerade die Fußsohle? Natürlich, wir können das Gerät eigentlich überall einsetzen, aber die Fußsohlen sind etwas ganz Besonderes. Denn dort befinden sich ja nicht nur Akupunkturpunkte, vor allen Dingen die Niere ist dort lokalisiert, sondern Fußreflexzonen. Die Fußreflexzonen sind von hinten vom Steißbein, Repräsentant für das Steißbein, bis vorne Repräsentant für das Gehirn. Der ganze Körper ist repräsentiert an den Fußsohlen. Und die Fußreflexzonentherapie ist ja eine Methode, die so wohltuend ist, dass man sie sich immer wieder wünschen möchte. Und man kann über die sanfte Massage dieser Reflexzonen die Organe, die dort jeweils sich befinden, sehr positiv beeinflussen und sie aktivieren. Zum Beispiel sollte jeder Mensch eine Zehenmassage durchführen als Kopf- und Gehirntherapie. Das ist allgemein nicht bekannt, dass der Kopf an den Zehen repräsentiert ist. Und eine Alzheimer-Vorbeugung durch Zehenmassage halte ich sogar für realistisch. Also ich erfasse an den Fußsohlen alle Organe, den ganzen Körper. Und wenn ich jetzt seit einigen Minuten diese Energie auf die Fußsohlen übertragen bekomme, kann ich nur sagen, ein wohliges Gefühl durchströmt den ganzen Körper. Auch hier haben wir wieder die Hierarchie. Was ist zuoberst? Zuoberst ist das Bewusstsein. Das werden wir hiermit nicht erfassen können. Dann kommen die Informationen, dann die Energie und dann die Materie, also die Chemie. Information und Energie sind Physik, sind Biophysik. Die Materie, das ist die Biochemie. Das heißt, die
Steuerung erfolgt immer von oben nach unten. Ich kann mit der Biophysik die Biochemie steuern, regeln, auf jeden Fall beeinflussen. Umgekehrt kann die Biochemie die Biophysik nicht beeinflussen. Es geht immer von oben nach unten. Und viele Wissenschaftler haben nachgewiesen, dass die biophysikalischen Vorgänge im Körper von größter Bedeutung sind. Also zum Beispiel die Elektronen. Der Mensch ist ein Elektronenkörper oder hat einen Elektronenkörper. Die Elektronen sind Gebilde von solchen Fähigkeiten, wie wir es uns kaum vorstellen können. Ein Elektron kann 10 hoch 20, ein einzelnes, 10 hoch 20 Informationen beherbergen. Ein Photon, ein Lichtquant, kann 10 hoch 27 Informationen beinhalten. Das ist für unser Vorstellungsvermögen nicht erkennbar, das ist nicht mehr fassbar. Aber der Mensch ist ein Elektronenwesen. Und die Verteilung der Elektronen, ob sie aktiviert sind oder ob sie träge sind, ob sie energieentleert sind, ob sie energieaufgeladen sind, das läuft alles über Licht, die Lichtfrequenzen und die Wellenlängen des Lichtes. Und die Wellenlängen, die hier enthalten sind, sind so optimiert, dass sie dem Spektrum, das der Körper von sich aus beinhaltet, vollkommen entsprechen. Das heißt, dieses Licht wird vom Körper über Resonanz und Kohärenz voll aufgenommen. Der Körper ist glücklich über diese Frequenzmuster, die er da bekommt, und er kann dann in der Folge die Biochemie entsprechend verbessern und wieder aufbauen. Das Gerät kann wunderbar verwendet werden, wenn man arbeitet am Computer oder wie auch immer oder wenn man fernsieht, egal. Man lässt es einfach auf sich einströmen, eine Stunde, zwei Stunden, es gibt da quasi keine Begrenzung. Und so kann man diese Cellalux-Platte, wie sie auch umgangssprachlich genannt wird, wunderbar einsetzen, um mit minimalem Aufwand dem Körper ein Maximum an Energie und Information zu geben. Vielen Dank.